W-A-R-E-W-A-N-S-I-D. Was kann 10 Minuten Video? Was kann eine doppelte Werbung? Was? Ja, Leute, Video ist jetzt nicht so lang wie sonst, aber doppelt. Baschiu! Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Empire. Mit dabei ist heute der liebe Mo. Guten Tag. Hallo. Mo, wie wäre es, wenn wir uns ganz kurz ins Bettchen legen, denn es ist gerade Nachtmo und wir müssen nämlich noch was erledigen. Meine Freunde, okay. Ich werde euch auch in dieser Folge ein paar Sachen von dem gestrigen Livestream einschneiden und ihr seht auch schon am Titel, Baloui ist komplett wahnsinnig und muss wirklich aufgehalten werden, denn Baloui hat echt kranke Scheiße in dieser Stadt vor. Ich würde sagen, ich zeige euch hier einfach mal erstmal ganz kurz den ersten Einschnitt. Okay, Baloui, sag mir jetzt... Missverstandene Wesen. Baloui, wir werden diese Drachen niederstrecken, verdammt nochmal. Sagen wir mal das, was du sagst, stimmt's, ne? Ja. Was ist der Unterschied dann zwischen einem bösen und einem lieben Drachen? Kommst du beim lieben Drachen in den Hort und der sagt dann, hallo, guten Tag, willkommen in meinem Hort. Nimm dir mein Gold und nimm dir meine Schätze und jetzt verbrenne ich euer Dorf nicht an. Einheizen. So, passt auf, ich kann euch zumindest so viel schon mal sagen, dass es Drachen gibt, diese kleineren Drachen, die greifen euch nicht an, die sind noch nicht so verdorben von der Welt. Ja, aber wenn ihr natürlich... Baloui, hör mir zu. Die kleineren Drachen zünden unsere Wälder an. Die Wälder, das Feuer der Wälder könnte auf unsere Dörfer niederschlagen, Baloui. Das möchte ich nicht riskieren. Stell dir vor, der Baum des Lebens brennt wegen deinen Drachen, Baloui. Das ist zu gefährlich. Wir werden die Drachen ausrotten. Ja, willst du das riskieren, dass der Baum des Lebens brennt? Möchtest du unser aller Leben nur wegen deiner Törigkeit aufs Spiel setzen, Baloui? Diese Drachen müssen getötet werden, ganz einfach. Ich bin der einzige Gelehrte, den ihr hier noch habt. Der einzige Gelehrte, Baloui, ist der einzige Wahnsinnige, der sich mit Drachen einlässt. Wie ich diese Drachen... unter meine Kontrolle. Du bist hier nicht der einzige Gelehrte, du bist hier der einzige Wahnsinnige. Das stimmt. Nein. Oh Leute, bitte. Baloui, sobald du... Wir müssen doch hier in Harmonie und Frieden zusammen. Ja, du kannst ja mit deinen Drachen forschen, aber nicht in unserer Stadt. Das gehört dazu. Ich habe hier mein Labor. Ja und, aber hier haben wir auch den Baum des Lebens. Ihr habt es gerade gesehen, meine Freunde. Baloui ist überhaupt nicht in der Lage, mit sich reden zu lassen. Baloui möchte unbedingt, dass diese scheiß Drachen tatsächlich in unsere Stadt kommen. Aber wir sind natürlich dann gestern Abend hingegangen und haben Baloui dann erstmal erklärt, dass das so nicht funktionieren kann. Denn Drachen unserer Stadt, meine Freunde, wären wahrscheinlich der Untergang für unsere Nation und unser wunderschönes Dorf hier. Mo, lass uns direkt auf den Weg machen. Du weißt, wo wir hin müssen, ne? Wir haben da hinten noch was zu erledigen, meine Freunde. Da hinten sind noch zwei gefährliche Drachenskreaturen, die auf jeden Fall noch niedergestreckt werden müssen. Mo, denk dran, nimm dir einen Wassereimer mit, mein Freund. Es war gestern schon ganz schön knapp, ne? Und lass uns noch was von dem Gift mitnehmen. Ich würde sagen, meine Freunde, um euch das Ganze ein bisschen zu versüßen, zeige ich euch ganz kurz einfach hier einen kleinen Einschnitt, der es gestern Abend ausgesehen hat, als wir unseren ersten Drachen erlegt haben. Oh, hier sind viele. Wo ist der Drache? Oh Gott, Mo, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ich habe 1,5 Herzen. Renn weg. Ich habe 1 Herz. Kevin, hier vorne ist der Drache. Ich habe ihm gerade schon richtig gut Schaden gemacht. Steck dir vorne. Ich muss mich gerade erholen. Steckt der fest? Ja. Guck mal hier, wie das ganze Land da baut. Und dieses Tier soll friedlich sein? Ich lache. Es ist lächerlich. Yeah. Los, schlag drauf! Ja! Ja, wir haben die Bestie bezwungen! Jawohl! Ich habe ihn getötet. Sehr gut. Die Bestie ist tot. Ja, meine Freunde, ihr habt gerade gesehen, das Tier, was wir da gestern Abend niedergestreckt haben, der Drache, hat eine sinnvolle Sache mit sich gebracht. Und zwar eine Menge Schuppen. Und ich würde sagen, ich zeige euch hier einen ganz kurzen Einschnitt, wie ich herausgefunden habe, meine Freunde, dass man aus diesen Dingern etwas machen kann. Oh, ich kann meine Drachenrüstung aus ihren Schuppen machen. Oh, das gefällt mir. Ich habe eine Drachenrüstung. Baloui, jetzt wird das Ganze noch interessanter. Man kann sich aus den Tieren etwas machen. Du kannst deswegen nicht die Drachen töten. Ja. Kevin, die Drachen haben jetzt sogar noch einen Nutzen für uns. Siehst du das? Ihr seht es gerade, Leute. Diese Rüstung, die ich hier anhabe, ist eine komplette Drachenrüstung. Die ist so stark wie eine, Rüstung. Also ist auf jeden Fall deutlich stärker als die Eisenrüstung, die wir haben. Dementsprechend lohnt es sich sogar, die Drachen zu töten. Baloui ist ja angeblich der Meinung, dass die Drachen gut sind und sie missverstandene Wesen sind der Natur. Und Baloui ist der Meinung, dass es sicher wäre, Drachen in der Stadt zu züchten. Und deshalb müssen wir Baloui als Rat und als Rat der Drachenjäger Baloui davon abhalten. Denn wir wissen alle, Leute, dass die Drachen nur Böses im Sinn haben. Denn meine Freunde, wenn so ein Drache in dieser Stadt ist, ja? Ein Drache in dieser Stadt, unsere ganze Stadt könnte instant in Flammen stehen. Ich werde euch gleich mal zeigen, wenn wir gegen die beiden Drachen kämpfen, wie das aussieht. Ihr dürft uns gerne wieder in die Kommentare schreiben. Für die Drachenjäger-Gilde, meine Freunde, das ist ganz wichtig. Wir brauchen da auf jeden Fall euren Support und euren Rückhalt. Und wir müssen da auf jeden Fall mit Baloui reden. Wenn Baloui wirklich nicht mit sich reden lässt, dann müssen wir gucken, dass wir entweder Baloui aus der Stadt aussiedeln, was natürlich echt keine Lösung für uns wäre. Aber wenn es nicht anders geht und Baloui wirklich darauf besteht, in der Stadt mit Drachen zu spielen und dem Feuer zu spielen, dann geht es nicht anders, als dass wir Baloui aus der Stadt entfernen müssen. Es geht leider nicht anders. Okay, meine Freunde, mir ist gerade beim Schnitt leider aufgefallen,
aufgefallen, dass die Datei von OBS mega am Laggen ist. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Ich habe es in-game irgendwie mitbekommen und auf dem Bildschirm sah auch alles flüssig aus. Im Nachhinein immer schwer nachzuvollziehen, warum das so gekommen ist. Ich kann jetzt auch leider keine neue Game-Datei aufnehmen, weil die Minecraft Authentication Server gerade für 7 Stunden runtergefahren sind. Auf jeden Fall Props da an mich, dass ich das nicht vorher gecheckt habe. Ist aber nicht so schlimm, meine Freunde. Dann gibt heute einfach eine kleine kürzere Folge. Das Einzige, was ich euch noch gerne zeigen würde, ist ein kleiner Ausschnitt von gestern Abend vom Livestream, meine Freunde. Hört euch einfach mal an, wie Zinus auf die Idee von Baloo reagiert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, sehr gut, weiter. Sehr gut. Ist tot, jawohl. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Yes. Sehr gut, meine Freunde, sehr gut. Wir haben den Drachen niedergestreckt, sehr gut. Der erste Drache ist tot. Perfekt, Mo. Ich glaube, deine Rüstung ist soweit vollständig, Alter. Ihr habt gerade selber gesehen, meine Freunde. Zinus hat auch gar kein Interesse daran, dass Drachen in unsere Stadt kommen. Und ich nehme an, es ist mehr als nur verständlich, dass diese Drachen nicht in unsere Stadt gehören, meine Freunde. Ihr könnt gerne mal eure Meinung in die Kommentare posten. Ich würde sagen, das war's von einer etwas kleineren und kürzeren Folge Minecraft Empire ausnahmsweise. Aber morgen geht's dann ganz normal weiter, meine Freunde. Ich würde sagen, macht's gut, lasst einen Daumen nach oben da und ciao, ciao.